Wenn er keine Lust zum Laufen hat, nimmt er den Roller. Zur Entspannung spielt er Kicker mit seinen Kollegen. Rolf Dobelli hat endlich den Job, den er sich erträumt hat. Der studierte Betriebswirtschaftler ist hier der Chef. Doch starre Hierarchien gibt es nicht. Wir lassen die jetzt mal übersetzen von einem professionellen Übersetzungsbüro. Journalisten, Literaturwissenschaftler, Ökonomen arbeiten bei Get Abstract. Die Firma hat Dobelli zusammen mit zwei Freundinnen gegründet. Wir hatten Glück, wir kamen gerade in diese Bubblezeit, da hat man konnte man relativ einfach finanzieren, aber nachher kam die Phase, wo überhaupt kein Geld mehr auf dem Markt war. Und wir mussten dann, wir hatten zum Glück genug Kapital, dass wir die Löhne immer bezahlen konnten, dass wir das aufbauen konnten, aber wir hatten schon unsere Bedenken, wie lange geht das noch, kommen wir endlich auf diesen grünen Bereich. Und wir sind jetzt tatsächlich seit 3 Jahren, verdienen wir Geld und sind da sehr, sehr froh darüber. Die Idee, Buchzusammenfassung im Abonnement für alle, die keine Zeit haben, das ganze Buch zu lesen. Interessant besonders bei Wirtschaftsbüchern. Jedes Jahr kommen weit über 10.000 Neuerscheinungen auf den Markt. Die meisten Wirtschaftsbücher behandeln 1, 2 oder höchstens 3 so Kernthemen. Und diese Kernthemen kann man ganz bequem auf 5 Seiten abhandeln. Es gibt dann Bücher, die ein bisschen dicker sind, Biografien, da muss man dann wirklich am Material kürzen. Aber bei den meisten Wirtschaftsbüchern kann man es runterbrechen auf 5 Seiten. Soll das heißen, das, was Jacques Welch uns erzählt auf 300 Seiten, das können Sie in 5 Seiten erzählen? Ja, das kriegen wir hin. Die Mitarbeiter bei Get Abstract kommen von renommierten Universitäten. Dobelli ist Chefredakteur und sucht die Leute aus. Das Unternehmen wächst jährlich um rund 40% und neue Leute werden eingestellt. Weil die Firma kleiner ist, hat man ein viel engeres Verhältnis miteinander. Man entscheidet viel schneller, man macht nicht Politik, man kopiert nicht jedermann ins CC beim E-Mail, sondern man ist sehr direkt miteinander. Und das macht die Firma sehr schnell. Gibt es trotzdem was, was Sie noch nervt, wo Sie sagen, echt, das brauche ich jetzt nicht haben eigentlich? Ach, bei mir gibt es noch so viel zu verbessern. Ich nerve mich über mich selbst manchmal, weil ich nicht genug stark führe. Ich nerve mich manchmal selbst über mich, weil ich nicht fokussiert genug bin bei der Arbeit. Also bei mir gibt es noch viel zu verbessern. Zunächst verbessert er die Texte der anderen. Als Chefredakteur ist das seine Aufgabe. Außerdem schreibt Dobelli selber. Gerade ist sein 5. Buch erschienen. Luzern ist seine Heimatstadt. Hier ist auch der Unternehmenssitz und es gibt eine Außenstelle in den USA. Auf Englisch bieten wir nur die Managementliteratur an. Also alles, was Führungsthemen sind, Personalthemen, Finanzen, Marketing, Verkauf. Wir machen dort die Klassiker der Weltliteratur nicht auf Englisch. Warum wollen die Amerikaner das nicht? Es gibt in den USA kein Bildungsbürgertum, das ist das Problem. Das haben sie in Europa, in den USA nicht. Dort wollen sie Success und dort wollen sie Managementliteratur haben. Success, Erfolg hat Dobelli auch, aber manchmal braucht er eine Auszeit. Ruhe zum Schreiben. Das ist wichtig für seine innere Balance. An seinem 35. Geburtstag begann er mit dem Schreiben. 5 Jahre später möchte er damit nicht mehr aufhören. Seine Helden, Manager. Es ist eine Marktlücke, es hat sich jetzt herausgestellt, aber darum schreibe ich nicht über Manager. Ich schreibe nicht wegen einer Marktlücke, ich schreibe überhaupt nicht wegen des Marktes, sondern ich schreibe zuallererst, weil es mir gefällt zu schreiben. Es ist natürlich schön, wenn es die anderen Leute auch lesen, aber mir gefällt der Prozess des Schreibens. Ich liebe diesen Prozess. Und er liebt die Schweizer Natur. Vor vielen Jahren hat er den Berufspilotenschein gemacht. Wenn er Zeit hat, leiht er sich eine kleine Maschine aus. Über Grönland einmal, als ich ein Flugzeug überflogen habe von den USA nach Europa, so ein kleines, da musste ich raufklettern, weil ich habe Eis an den Flügeln gehabt. Da muss ich hoch über die Wolken hin, damit die Sonne das Eis abschmelzen kann. Aber da kam ich dann auf 6000 Meter raus und dann hat man nicht mehr viel Sauerstoff. Und dann gibt es so eine Krankheit, Hypoxia, das ist wie man, als man, wenn man betrunken wäre. Und da darf man nicht lange bleiben, aber ich habe es dann lange ausgehalten da oben, bis ich wieder ein Loch fand, um runterzukommen.
Einmal hat er den Atlantik überflogen in einem alten Flugzeug wie Charles Lindbergh. Auch das ein Traum, den er verwirklicht hat.